Ich bin heute im Gespräch mit dem Schriftsteller Thomas Brussig. In Ihrem ersten Kinderbuch, Der Wurm am Turm, erzählen Sie eine Geschichte vom Turmbau zu Babel. Warum haben Sie sich gerade diese Geschichte aus dem Alten Testament ausgesucht? Ja, es war einfach die Aufgabenstellung, dass mir das Alte Testament als Fundus zur Verfügung steht und ich nun eben eine Geschichte aus dem Alten Testament sozusagen neu vertonen darf für Kinder. Ich habe den Turmbau von Babel genommen, zum einen, weil sie in unserem Gedächtnis oder unserem Bewusstsein von einer überragenden Präsenz ist, was erstaunlich ist, da es in der Bibel ja wirklich nur ganz kurz ist, also es sind vielleicht 20 Zeilen in dieser zweispaltigen Bibelausgabe, ja. Und ja, warum das? Weil ich selber jahrelang gebaut habe und so das Gefühl hatte, dass es hier ein Heimspiel ist. Ja? Und die Frage mit der Sprachverwirrung ist natürlich auch etwas, was ein Schriftsteller, der ich ja eigentlich bin, auch reizt. Ja? Im Buch lassen Sie das kleine Mädchen Schalala sagen, Menschen werden nur das können, was Menschen zugedacht ist. Und wenn sich die Menschen mit Gott verwechseln, dann werden sie ihr blaues Wunder erleben. Auf wen trifft diese Selbstüberschätzung heute zu? Diese Selbstüberschätzung, die Griechen haben es ja Hybris genannt, die ist ein altes Problem. Und das ist damit kämpft der Mensch ja ständig, ja, also dass er, und das gehört auch zum Menschsein dazu, also das Austesten der eigenen Grenzen, das nicht wahrnehmen wollen, auch der eigenen Grenzen, und aber wo dann nun wirklich die Grenzen liegen und wo so eine Verwechslung mit Gott da noch vorliegt, also das ist natürlich für mich als Heide ist natürlich jetzt Gott auch eigentlich keine Kategorie, aber wo die menschliche Hybris einsetzt, das ist auch immer wieder eine umkämpfte oder eine umstrittene Frage. Deshalb weiß ich nur, also dass diese Frage irgendwie immer weitergeht und aber dass ich jetzt sagen kann, also hier das geht und das geht auf keinen Fall, das würde ich so direkt ja nicht sagen. Also es ist einfach immer nur eine Frage, die uns Menschen immer wieder begleitet. Ja. Irgendwann verstehen sich die Menschen in Babel nicht mehr, sprechen unterschiedliche Sprachen. Was denken Sie, wie schafft man es heute hier bei uns, dass Menschen wieder mehr Verständnis füreinander aufbringen? Erstmal ist ja auch die Vielheit von Sprachen auch tatsächlich ein Reichtum. Also es wird ja heute auch beklagt, dass Sprachen verschwinden, dass sie untergehen, dass Völker untergehen und dass sozusagen die Weltsprache schlechtes Englisch ist. Ja? Also es ist eben nicht Englisch, sondern es ist ein schlechtes Englisch. Aber wie verstehen sich Menschen? Ist natürlich an dass man über gemeinsamen Problemen auch wieder zusammenfindet. Und da bin ich dann doch irgendwie konservativ, dass ich tatsächlich die Friedensfähigkeit von Weltanschauungen, auch von Religionen, dass ich für das Grundkriterium halte, gerade weil wir auf der Welt heute so zusammengerückt sind, also durch die Kommunikationswege oder die Verkehrswege, es ist alles so, man kann sich ja innerhalb von Millisekunden, also auf Informationswege oder eben innerhalb von Stunden auf Verkehrswege kann man ja jeden Ort der Welt erreichen. Und gerade das macht es umso wichtiger, dass wir in der Lage sind, dass wir miteinander auskommen, ohne uns an die Gurgel zu gehen, ohne Krieg miteinander zu führen. Und da ist es einfach wichtig, wie ist die Friedensfähigkeit oder der Gehalt an Friedfertigkeit in den Weltanschauungen, in den Religionen. Das ist einfach eine wichtige Frage, wichtiger als vor 100, 200 Jahren. Herr Brussig, Sie bezeichnen sich ja selbst als Heide. An was glauben Sie oder an wen? Ich bezeichne mich als Heide und ich heiße Thomas. Ja? Und Thomas war eben der nur das glaubt, was er sieht. Das fand zwar unser Herr und Heiland gar nicht toll, aber so ist es nun mal. Also, dass mir, also ich...
gerade die Erfahrungen, die ich mache, sind mir wichtig. Die, also auf die, die reflektiere ich auch, die, denen schmecke ich nach. Und ich mache immer wieder auch gerne neue Erfahrungen, weil ich eben die Erfahrungen für etwas sehr Wichtiges halte. Herr Prussig, schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Ich danke Ihnen für das Gespräch.